Eines Tages erschuf Gott zwei Menschen, die heißen Adam und Eva. Die waren glücklich im Paradies. Adam und Eva brauchten Essen. Gott sagte ihnen, ihr dürft alles essen, außer von diesem Apfel. Eine böse Schlange im Paradies sagte zu Eva, iss den Apfel von dem Baum, dann bist du sehr schlau. Gott möchte nicht, dass du schlauer wirst als er. Eva aß den Apfel. Er schmeckte sehr gut und Eva erzählte es Adam. Adam aß den Apfel auch. Dann kam Gott. Adam, wieso rennst du vor mir weg? Adam und Eva verstecken sich vor Gott, aber Gott sieht alles und fangt die beiden. Adam sagte, es war Evas Schuld. Gott verbannte die Schlange. Adam musste den Ackerboden selbst pflanzen und Eva kriegte nur Kinder mit Mühungen.